Wir sind hier beim Benefizsimultan. Richard Lutz, also Bahnchef Richard Lutz und der deutsche Großmeister Helmut Pfleger geben ein Simultan. Und wir sprechen hier mit Paulo. Paulo hat gegen die beiden gespielt. Wie ist denn die Partie ausgegangen? Ich habe leider verloren. Es war eine sehr spannende Partie. Ich habe früh eine Qualität eingestellt, aber ich hatte dann am Ende noch einen schönen Angriff, der dann Landa am Schachmatt geendet hat gegen mich. Du bist im Schachverein? Ja, ich bin im Schachverein. Und wie lange spielst du schon Schach? Ich spiele, glaube ich, seit über 10 Jahren Schach. Okay, und hast du schon mal gegen so starke Spieler wie die beiden gespielt? Also gegen so starke Spieler jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass ich irgendwann dann häufiger dahin komme. Und hast du gemerkt während der Partie, dass das stärkere Spieler sind? Also stärkere Spieler als die, gegen die du normalerweise oder häufiger spielst? Ja, auf jeden Fall. Woran merkt man das? Woran hast du das gemerkt? Das merkt man daran, dass keine Fehler gemacht werden als allererstes und dass, dass vor allem die Kleinigkeiten stimmen. Also dass Springer auf starke Felder gestellt werden, dass auf die Bauernstruktur geachtet wird, an sowas. Okay. Wie hast du Schach gelernt? Warum spielst du Schach? Ich habe Schach in der Schule gelernt. Schach in der Schule, okay. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann in einem Schachverein eingetreten bin. Und trainierst du regelmäßig? Spielst du im Internet? Oder hast du Ehrgeiz und willst besser werden? Oder ist das einfach nur ein Hobby? Das ist nur ein Hobby für mich. Früher hatte ich viel Zeit zu trainieren, aber mittlerweile habe ich leider weniger Zeit. Okay. Und was ist das, was dich am Schach so fasziniert? Also warum hat dich sozusagen der Schachvirus gepackt und infiziert? Es ist das strategische Denken, dass man über Pläne nachdenken muss und dann die Pläne verwirklichen muss, aber dass man dann auch einen Gegner hat, der dagegen arbeitet, der dann selber seinen Plan verwirklichen will. Das hat mich fasziniert. Okay. Und wie schlimm sind Niederlagen? Also wenn du jetzt nach Hause gehst, denkst du, der Tag war im Eimer oder war das eine schöne Veranstaltung? Ich glaube, dass man aus jeder Niederlage lernen kann und wenn man dann die Partie analysiert, dass man dann auch besser werden kann nach einer Niederlage. Okay, und was nimmst du jetzt aus der Niederlage gegen Pfleger und Richard Lutz mit? Wieder gegen den Bahnchef spielen? dass ich auf jeden Fall auf meine Figuren achten muss, wenn ich dann auf Angriff spielen will. Und dass die eigene Verteidigung auch beim aggressiven Spiel wichtig ist. Okay, vielen Dank.